Ja, ich habe meinen Glücksbringer mitgebracht von Borussia Dortmund. Hat mir bis jetzt eine Menge Glück gebracht, vor allem bei Frauen. Deswegen sitze ich als Single heute hier. Wir suchen den Herr Alois Meili. Alois, wo bist du? Oh, nein. Alois, ich glaube du kannst das Brot zum Ofen ausnehmen. Es ist Tatsache, wir dürfen dir ganz herzlich gratulieren. Du bist Rüdiger Luzerner 2019. Ja! Ja! Bravo! Danke vielmals! Was die ganze Schweiz schon immer wissen wollte, nimmt Telebasel Dani über die Feiertage zu. Auf jeden Fall, ich finde, das gehört auch zu der Weihnachtszeit dazu. Ich nehme extra vor 12 Kilo ab, damit ich nachher 40 Kilo wieder draufgehen kann. Ich meine, wenn ich dann das Bikini wieder anziehe, wird es ganz schlimm. In der Tat. Ich hatte Kontakt zur Natur, aber das ist wie mit den Mädchen. Man hat in jungen Jahren auch mal einen Kontakt zu dem einen oder anderen Mädchen. Und es ist keine große, langbleibende Liebe draus geworden. Und genauso ist es zwischen mir und der Natur. How dare you! Dieter Wagner aus Oppach braucht keine Computer oder Wettersatelliten. Ihm genügen 12 mit Salz bestreute Zwiebelhälften. Die lagen seit Weihnachten in der Speisekammer und verraten ihm auch heute wieder das Wetter des Jahres. Die ersten 4 Monate sind verhältnismäßig nass. Es wird viel regnen, es wird Matsch- und Schneewetter geben. Erst ab Mai wird es schön. Dieses zuverlässige Messinstrument kann aber, wenn auch selten, falsch liegen. Wie beispielsweise 2019. Im September ist total nass, im Oktober auch ganz viel regnet. Man kann es als mieses Herbstwetter bezeichnen. Ich schiebe das auf den enormen Klimawandel. Meine Zwiebeln sagen mir das anders, aber naja. Kräftiger Drohn, mein Junge! Schweizer Geschichte oder Drinks? Schweizer Geschichte finde ich mega spannend, aber ich habe ganz ein miserables Zahlengedächtnis. Dann probieren wir es doch mit den Drinks. Mit G, G, G. Nur schon wie der dasteht, geht er jedem auf den Sack. Dann würde ich sagen, gehen wir mal an den Butler-Test. Was ist denn der Butler-Test? Frisches weißes Tüchlein und dann die Probe. Ja, okay. Dann vielleicht hier nochmal. Aha. Blitzsauber, Butler-Test bestanden. So, ist das ein Butler-Test. Und sie dachte sich, Shut the fuck up! Und hier die Schweiz von ihrer rassigsten und frechsten Seite. Oha, oha! Der Männerturnverein ist auch noch dabei. Ja, ja. Das sieht richtig gut aus. In der Tat. Hoch auf dem gelben Bar. Aha. I do not want to believe that. Sitzen wir und fragen. We will not let you get away with this. Das ist immer ein schöner Abschluss.